Wir werden es nicht feigen, sonst wie. Ich meine, das tut ernst. Ich bin fest davon überzeugt und das Abo ihn relativ hart und schnell ausnocken würde. Ich fand seine Aktionen immer respektlos gegenüber meinem Freund Felix und Abraham. Der hat ja immer so in der Presse immer so großkotzig geredet. Ich will auch gerne gegen den kämpfen, jede Zeit, wann und wo. Weil er nicht den Mut haben wird, gegen Abo in den Ring zu steigen, wie ein Boxring noch in den Käfig. Der ist ein junger Kerl und wie man so schön sagt in Deutschland, jung und dumm. Ich hatte mal vor langer, langer Zeit gesehen, er hat handverlesene Gegner bekommen. Das war alles künstliche Zeug. Die Leute, die er geboxt hat, da sind Leute, die waren innerhalb der Weltrangliste Platz 300, 400, was ich so mitbekommen habe. Ich hatte solche Fälle schon oft. Am Ende des Tages war es immer so, dass sie Prügel bekommen haben. Und ich denke, das Thema Vincent, wie heißt er nochmal, Feigen? Feigenpurz wird sich relativ schnell erledigen von alleine. Leute, die sich selber maßlos überschätzen, die kommen sowieso nicht weiter.